wenn ich in seinen Augen nur dann ein passender Ehemann für dich bin, weil irgendein berühmter Sammler eine Plastik von mir kauft, dann hat er mich als Schwiegersohn einfach nicht verdient. Er will doch nur sicher sein, dass du imstande bist, deinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Und wenn nun Goodnow meine Arbeiten nicht gefallen, ha? Sie werden ihm gefallen. Und jetzt hör auf mit diesem Wenn und Aber. Meiner Jugend, da hat man seine Gebühren bezahlt und hatte seinen Service. Heutzutage kommt höchstens irgend so ein Ausländer und belfert einen an. Und wenn die glauben, man gehört zum Mittelstand, dann ist es ganz aus. Ziemlich untauglich, stimmt es? Das möchte ich so nicht sagen. Untertauglichkeit, mein junger Freund, verstehe ich stets im Leben, die Haltung zu bewahren, anstatt einfach zu kapitulieren. Kapitulieren will ich bestimmt nicht. Was gedenkt sie nur zu tun? Zu tun! Der arme Mr. Goodnow. Soll der uns hier finden, in lauter klitzekleinen Stückchen? Das wäre eine Bescherung. Der soll kommen. Jorge Goodnow. Ja! Um sich Mr. Millers Arbeiten anzusehen, ist das nicht aufregend? Darauf wäre ich nie gekommen. Ich habe ein Foto gesehen von einer Flamme, von ihm, von vor 2 Jahren. Ich meine, sie sah ja phänomenal aus, so ganz auf die legere Tour. Ah, welche war das denn? Ah, bestimmt mein Ziklia. Haben Sie die gekannt, Mr. Gorringe? Ja, natürlich, meine Liebe. Er ist ja lange genug mit ihr gegangen. Oh, diese blöde Gans. Sie ist ein sehr reizendes Mädchen. Du meinst, sie ist gut im Bett. Das ist nicht sonderlich komisch, Clea. Wir sind sehr gute Freunde geworden im letzten Monat. Wie gute? Ja, eben gute. Ah, und mit ihrem Vater hast du dich auch schon angefreundet. Wenn dich das überhaupt irgendetwas angeht. Ich fühle mich so geehrt. Sehr erfreut. Es ist wirklich ein Erlebnis, Ihnen zu begegnen. Und noch eine Nachbarin, Miss Furnival. Wir haben hier Zuflucht gesucht. Vom Sturm. Oh, stimmt. Sie sind zarter. Viel, viel zarter. Winziges Stück Metall, so ist das eben, ist Wunder der Komprimierung. Wollen Sie hören meine Meinung? Ja! Sie sind Genie! Lasst uns miteinander, Sie